Ciao zusammen und willkommen zum Wort am Sonntag. Ich hoffe, ihr habt auch so tolles Wetter wie ich im Hintergrund. Es ist schon fast Frühlingsstimmung, echt toll. Und so macht es natürlich Spaß, den Sonntag zu verbringen mit der Familie. Gestern war es auch schon so mega schön. Es ist so einfach wie Frühling, ne? Die Vögel zwitschern und einfach schön. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr hattet eine gute Woche, seid gut durchgekommen. Bei uns ist alles in Ordnung soweit. Ich hatte euch letzten Sonntag erzählt, mein Sohn hatte Covid, ist wieder mittlerweile im Berufsleben. Und ja, jetzt wurde natürlich sein Arbeitsplatz noch unter Quarantäne gestellt, sprich ganz zugemacht. Also sie dürfen noch arbeiten, aber keiner rein, keiner raus, der da nicht hingehört. Nicht wegen ihm, sondern einfach, weil es sonst noch einen Ausbruch gab. Jetzt habe ich ihn schon länger nicht gesehen. Er hält sich da zurück und sagt, ja, ich kann ja trotzdem Träger sein, auch wenn ich im Moment immun bin oder sein sollte. Das macht es für mich auch nicht gerade so einfach, ne? Wenn man dann das eigene Kind lange nicht sehen kann. Der Jüngste hat im Moment Urlaub, oder sprich Schulferien. In der Schweiz haben ja die Schulen noch geöffnet. Ich bin gerade ziemlich froh, so eine Woche mal ein bisschen den Tag ruhiger starten zu können, am Morgen vor allen Dingen. Und ja, kann ich auch sagen, ich habe jetzt Urlaub. Ja, ich glaube, man sieht meine Frisur auch an irgendwie. Ein bisschen verschlafen. Ja, was ist sonst passiert letzte Woche? Also ja, wir hatten ja das Gildenhaus noch gekauft vorletzte Woche. Das werden wir aber nicht mehr weiterführen, es ist zu teuer, also wir können das fast nicht stemmen im Moment. Und wir haben auch gesehen, die Materialien, die wir benötigen, um zum Beispiel jetzt auch unsere Galerie ausbauen zu können, das ist immens. Das ist ein riesen Aufwand. Uns kostet das Gildenhaus dann täglich auch noch immer eine Stange Geld. Und ja, deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das dann nächste Woche, Mittwoch sollte das sein, nicht weiterführen werden erstmals. Aber jetzt wissen wir, was auf uns zukommt, war für uns eine Lehre. Und ich fand es gar nicht mal so schlecht, dass wir es trotzdem investiert haben, uns das mal gemeinsam angeschaut haben, wie das funktioniert, was möglich ist und was uns das bringen könnte. Aber das wird erstmal stillgelegt. Was ist sonst noch? Ja, wir haben eine Anfrage für eine Allianz, also sprich eigentlich dieselbe Gilde, die schon mal angefragt hat. Da hatten wir jetzt dieses Wochenende ein paar Gespräche und wir haben uns diese Gilde so ein bisschen genauer angeguckt und was das genau uns bringt, was es ihnen bringt, wenn wir eine Allianz eingehen würden. Und da muss ich mir noch so ein bisschen ein paar Dinge überlegen. Die Gilde spezialisiert sich eigentlich für auch auf Anfänger, vor allen Dingen, dass man die weiterleiten kann, um zu helfen mit Videos, mit Texten etc. Das würde mir echt in die Karten spielen, gerade auch mit den Guides würde mir Arbeit abnehmen, wenn ich natürlich verweisen kann, wenn Fragen sind, auf ein Video oder auf ein Schriftstück. Hier, lest mal das kurz nach. Und ich hätte dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit, mal für mich zu spielen. Ja, oder aufzunehmen. Das wäre nämlich echt nicht schlecht, denn es ist schon ziemliche Zeitaufwendung auch immer. Man möchte für jeden da sein, man möchte jedem gerecht werden. Das ist gar nicht mehr möglich bei 40 Leuten. Und was will man machen, ne? Also das wäre für mich wahrscheinlich schon ziemlich eine Entlastung. Dann läuft das Let's Play der Shai. Das geht weiter. Mittlerweile bin ich eigentlich im Endding von der Hauptstory angekommen. Sprich, Odylitar sind wir fast durch. Da werden die Folgen noch kommen. Also das wird nicht ein Let's Play Together. Das werden dann, sobald es durch ist, so ab und zu mal ein paar lustige Folgen dann mit der Shai, wo wir in der Gruppe machen werden und musizieren. Ich werde euch dann noch ein paar Dinge zeigen, die speziell für die Shai sind, was vielleicht viele von euch gar nicht wissen. Aber das soll natürlich nicht ein Let's Play Together werden mit ihr. Die Mystik habe ich ja im Moment beendet. Vielleicht werde ich da mal noch weitermachen. Ich habe jetzt angefangen, noch einen Season Chart zu spielen und da habe ich mich für die Maeva entschieden. Und zwar aus dem Grund, ich habe sie schon auf 56 ziehen lassen, habe die dann mal so ein bisschen mit dem Awakening gespielt, die hat mir ziemlich Spaß gemacht und ich habe mir eigentlich gedacht, okay, wenn ich dann schon Season und nochmal die Hauptstory spielen muss, jedenfalls ein Teil davon, und da Zeit investieren möchte ich dann schon mit einem Charakter, der eventuell für mich potenziell noch in Frage kommt, auch häufiger zu spielen. Und nicht einen, den ich schon habe, wie jetzt Tilan oder so, wo ich so vieles schon abgeschlossen habe. Da wird aber nichts kommen an Folgen, also ich denke es nicht. Also das mache ich jetzt offscreen, sobald ich dann immer wieder mal Zeit habe. Was kommen wird voraussichtlich, ist wahrscheinlich noch von der Bändigerin was. Das ist ein Charakter, der mich interessiert, den will ich mal noch ein bisschen spielen. Da werde ich zeitweise sicher was aufnehmen. Inwiefern das Let's Play-mäßig sein wird, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen, aber da kommt auf jeden Fall was, weil die triggert mich so ein bisschen. Ne? Also die möchte ich mal kurz angucken. Und Black Desert ist ja Gott sei Dank auch ein Spiel irgendwie. Man hat schon einen Main-Char, aber
da ist man sehr vielseitig und kann sich da auf jeden Charakter einlassen, wenn man möchte, und angucken. Und das ist ja das Spannende daran. Die sind so unterschiedlich und verschieden, immer wieder Neues zu entdecken. Also das wird auf jeden Fall kommen. Kommen wir noch zurück zu der Allianz. Also je nachdem wird das natürlich Änderungen heißen für uns oder sprich natürlich auch für euch. Natürlich sollen die Vorteile von so einer Allianz für neue Member überwiegen, definitiv. Das ist, wie gesagt, das, was ich mir dann auch genau überlegen muss, inwiefern das dann Sinn macht. Für uns wird auf jeden Fall werden Änderungen anstehen, sei das im Discord und sei das für die Gilde von uns. Und zwar werden wir im Moment wahrscheinlich nicht mehr vergrößern, wir haben jetzt 40 und vergrößern werden wir nicht. Ich habe immer gesagt, wir werden nicht aussortieren, wenn jemand AFK ist, oder sprich AFK, wenn jemand nicht mehr spielt. Doch wir sind im Moment eigentlich fast gezwungen, weil es macht dann auch keinen Sinn, wenn einige einfach nicht mehr spielen möchten. Aber wir werden euch anschreiben. Also das definitiv. Wenn ihr dann irgendwie unabgemeldet, sagen wir 30 Tage, nicht mehr im Spiel seid, werden wir euch auf jeden Fall kontaktieren, bevor wir euch aus der Gilde werfen, um sicherzustellen, hey, wollt ihr wirklich nicht mehr spielen? Uns ist dann schon wichtig, dass man nach wie vor den Platz hat, auch wenn man mal vielleicht 2-3 Wochen keinen Bock hat auf Black Desert. Aber vergrößern werden wir nicht. Das heißt, es wird Einschränkungen geben, auch in der Aufnahme von neuen Mitgliedern, und wir werden uns die neuen Mitglieder noch genauer anschauen. Wir möchten einen gewissen Standard halten, und zwar, das heißt auch einfach ein gewisses Reife-Level vom Real Life, ein Reife-Level, wie sich das anhört, einfach, dass man da wirklich kommunizieren kann. Und ich finde, dass wir erwachsene Leute sind und wir möchten auch desgleichen in unserer Gilde haben, wo offen angesprochen wird, wenn es Probleme gibt, und das auch thematisiert werden kann und man einfach auf einer fairen Ebene miteinander spielen kann, gegebenenfalls oder wie auch immer. Und das ist uns ein Riesenanliegen. Wir wollten erst die Altersgrenze erhöhen auf 25 Jahre. Da bin ich ein bisschen dagegen. Ich finde, dass auch ein 18-, 19-Jähriger sich anständig verhalten kann, so wie sich auch ein 50-Jähriger scheiße verhalten kann. Also ist das für mich immer so ein bisschen suspekt. Ne? Also das mit dem Alter, das kommt halt darauf an, wie man im Leben vorangekommen ist und ja, wie es halt oben im Köpfchen tickt. Und da werden wir ganz, ganz klare Linien setzen, und da wird es auch diverse Absagen geben in Zukunft, weil wir einfach, wir sind keine Schwanzvergleichgilde, definitiv nicht. Das ist ein hartes Wort, das ist definitiv so, war bei uns gerade der Fall. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Es muss keiner eine gewisse AK mitbringen, nur damit er bei uns irgendwie einen Standard haben kann. Oder er muss besser sein als alle anderen oder das Wissen über alles andere haben. Überhaupt nicht, sondern wir wollen das gemeinsam machen, gemeinsam erkunden. Und der Spielspaß und das Zusammensein, das soll nach wie vor einfach im Vordergrund stehen. Es ist ein Spiel. Und genau das und das hinter mir ist das reale Leben. Und so soll es auch in der Gilde zu uns hergehen. Ich denke aber, dass wir eigentlich ein gutes Mittelmaß gefunden haben. Natürlich flutscht da der ein oder andere mal wieder zwischendurch, und da werden wir jetzt einfach rigoros aussortieren. Und das werden wir in Zukunft auch so aufrechterhalten. Also wenn ihr eine irgendwelche Progress-Gilde sucht oder irgendwie denkt, dass ihr mit Echtgeld euch einen vollen Ruhm und volle Präsenz und volles Selbstbewusstsein erspielen könnt in Black Desert, oder sei das auch unter den Membern in der Gilde, seid ihr bei uns definitiv falsch. Wir sind nach wie vor keine PvP-Gilde. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine angebende Gilde. Wir brauchen keine Gildenhopper in der Gilde. Wir möchten einfach ein gemütliches Zusammensein. Es ist die Freizeit, die wir investieren in dieses Spiel. Und da geht es einfach vor, dass man auch den Menschen hinter dem Charakter sieht, gerade wenn man einige Stunden am Tag miteinander verbringt, auch im Voice. Und das ist das Wichtigste, und das möchte ich nochmal ganz, ganz klar erwähnen. Hinter jedem Charakter sitzt ein Mensch, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, und es soll Spaß machen. Ja, weiter geht's ab von Black Desert. Farm Together läuft zweimal die Woche. Ich habe euch versprochen, dass Livestreams kommen werden. Jetzt, wie gesagt, wir haben im Moment Urlaub. Und nach dem Urlaub werde ich das in Angriff nehmen. Da läuft nämlich auch das Vorproduzierte, glaube ich, aus bei mir. Und dann würde ich wahrscheinlich voraussichtlich vormittags ein bisschen streamen, ab und zu, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht so ein Stündchen. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Bei Dead by Daylight werden auch Folgen kommen. Da möchte ich gerne dann die kommende Woche ein bisschen was aufnehmen. Da hat sich sehr viel getan, gerade im Interface-mäßig.
einige Veränderungen. Ich bin gestern ziemlich erschrocken. Ich habe lange nicht mehr gespielt und dachte, boah, ey, alles anders. Da wird auf jeden Fall auch noch Content kommen. Ja, ansonsten, ich hoffe, dass es euch gut geht. Startet morgen gut in die neue Woche. Und ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter wie wir hier in der Schweiz. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.